Seid gegrüßt, meine lieben Tapfersten aller Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Und es geht direkt weiter hier im Keller. Hier müssen wir, glaube ich, dann auch so ein Ding hinmachen, ne? Aber hier müssen wir einmal, ja, also, ne, es geht direkt weiter. Ich hatte es ja in den letzten zwei Folgen schon ein paar Mal erwähnt. Ich werde jetzt nicht mehr irgendwas off-stream machen, sondern alles hier mit euch zusammen bei Rising World. Damit ich jetzt endlich mal schaffe, regelmäßig Rising World zu machen. Mit euch. Ja, das war jetzt ein sehr schöner Satz. Hier können wir dann theoretisch so einen Normalstein anfügen. Passt mal auf. Wenn wir jetzt sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so rumwachsen. Einfach mal hier so ranwachsen. Normalstein. Nicht, na, oben natürlich nicht, ne? So und so. Dann lassen, weil hier die Kante müssen wir, glaube ich, lassen. So. So, genau. Hier hinten machen wir ja, auch, geht da auch nochmal Stein? Ja, es geht auch. Wir wollen hier von einer, ja, im Grunde einer künstlichen Höhle, die wir ja hier haben, in eine natürliche Höhle übergehen. Das ist gar nicht so einfach. Hier haben wir die neuen Naturblöcke verwendet. Hier unten müsste wahrscheinlich noch eine Fackel irgendwo rein. Ja, hier müsste man noch eine Fackel hinmachen. Hier so, ne? Ja, ich nehme mal die, den Hammer. Ist ja der Hammer. Ne, da geht's nicht. Da geht's auch nicht. Geht's da? Hier? Kann man das jetzt so machen? Ja, das würde gehen. Hier könnte man eine Fackel hinzaubern. Passt mal auf. Da machen wir noch einen Fackelhalter. Da haben wir letztes Mal ja genug von mitgenommen. Den setze ich jetzt mal von Hand. Und mache dann hier eine Fackel ran. Soll ja ein düsterer Gang werden, der nur von Fackeln erhellt wird. So, guck mal. Wenn man jetzt hier runterkommt, ohne Fackel. Ja, hier muss noch eine Ecke raus. So, das ist besser. Besser. Und hier müsste ich dann theoretisch auch so Felsblöcke hinsetzen. Also natürlichen Fels. Das ist der hier. Damit wir das hier wenigstens symmetrisch haben, so halbwegs. Ja, natürlich ein Fels hier hingepromselt. So. Da oben auch noch. Na, so. Ja, das geht. Das kann man so machen. Das kann man so machen. Und hier lassen wir das so, dass es denn hier so übergeht. Und hier haben wir letztes Mal Kohle rausgeholt. Da machen wir jetzt auch Fels hin. Genau. Da machen wir jetzt auch Fels hin. Ich muss mal von einem anderen Blickwinkel nehmen. Wenn nicht, machen wir uns auch noch welchen nach. Das ist kein Problem. Hauptsache sieht hinterher, wenn wir runtergehen, richtig cool aus. Ja, seht ihr? Müssen wir uns noch welchen nachmachen. Draußen regnet es, glaube ich, in Strömen. Aber das Gute ist, wir sind im Keller. Uns kann nichts passieren. Wir sind im Keller. Nö, ist nur nebelig. Regen ist gerade abgezogen. Man hört ihn noch, aber man sieht ihn nicht mehr. Ah, Moment. Die Tür steht offen zur Schmiede. Was heißt das? Wir schmieden gerade, beziehungsweise wir Feuer aus. Das ist nämlich jetzt fertig hier. Können wir gleich mal rausnehmen. Wir brennen gerade. Und da ihr jetzt ja bei allen dabei seid, müsst ihr... Regnet es jetzt doch? Klar, volles Brett. Ach, wir haben den Regen nahen hören. Und guck mal, man kann fast nicht zur Küste runter gucken. Da qualmt es. Das wird, werden wir nie wieder wegkriegen. Ach, erstmal in die Sauna. Bei dem Wetter... Ach ja, schön in die Sauna. Ah, herrlich. Hier sitze ich am liebsten. Ah, und starre auf den Lavastein. Wisst ihr noch, wo wir unten in der Hölle waren? Okay, genug der Langeweile. Und da ist ein Bett. Wir können auch mal hier pennen irgendwann mal. Muss ich nur mal dran denken, dass wir auch mal hier draußen schlafen können. Wir müssen hier nochmal rein. Also, ihr seid jetzt bei allen dabei, bei Rising World. Ich konnte noch nicht darauf warten, wie ihr darauf reagiert habt. Ich hoffe aber gut und dass ihr damit einverstanden seid, wenn dann regelmäßig Rising World kommt. Ich werde also einfach wild vorproduzieren jetzt immer. Und immer, wenn ich Bock habe, Rising World zu spielen, nehme ich das auch auf. Und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Da wird es natürlich dann so sein, dass wir öfter mal auch einfach mal nur Steine abbauen und ihr dabei seid. Da muss ich mir gute Themen einfallen lassen. Oder schlechte Themen. Vielleicht kennt ihr auch ein paar schlechte Themen. Was ist das Braune eigentlich? Ist es Kupfer? Ne, das war Wolfram, ne? Glaube ich. Wir haben auch noch Mithril ganz viel, was wir noch brennen müssen.
Mithril. Und da hoffen wir natürlich drauf, dass da irgendwann mal so Mithril-Rüstung oder sowas gibt, die dann besonders stark sind. Weil irgendwann, eines schönen Tages, wird es bestimmt auch mal, ihr wisst schon, ne? Feinde geben in der Rising World. Es wird nicht immer so friedlich bleiben. So, jetzt gehen wir hier mal auf unsere Rohstoffkiste. Da haben wir Silber, Wolfram, Kupfer, Eisen. Eisen haben wir gar nicht mehr so viel. Ein bisschen was haben wir aber noch. Okay, dann bestücken wir das gleich mal wieder. Zack, zack, zack. Ja, das dauert immer so ein bisschen, ne? Ja, der Folterkeller. Ich glaube, uns fehlt nur noch ein einziges Folterinstrument. Und das ist die Streckbank. Total grauenhaft, ne? Was es früher so gab. Ihr hattet ja auch geschrieben, diese Judaswiege. Das kann ich hier gar nicht erzählen, wie die verwendet wird. Diese Judaswiege. Könnt ihr ja mal googeln. Ich erzähle das nicht. Oh, die Sonne kommt raus, wie cool. Und das bei so einem schrecklichen Thema, ne? Aber es ist noch neblig, auch hier drinnen. Na, hier drin natürlich von dem ganzen Rauch, von unserem Ofen, ne? Klar. Obwohl wir hier einen sehr guten Abzug haben. Da passt aber auch was rein in diese modernen Öfen, in diese großen Öfen. Wir hatten ja früher immer nur die kleinen am Anfang bei Rising World. Da hat die, glaube ich, die Hälfte reingepasst oder so. Tut einem ja schon der Finger weh hier. Vom ganzen Eisenerz stapeln. So, ach, endlich fertig. Gut. Rest wieder zurück in die Rohstoffkiste. Wir brauchen das nicht alles beschriften. Da braucht man in die Rohstoffkiste ranschreiben, glaube ich. Und Kohle in die 10 Kohle haben wir da noch rausgekriegt. Dachte, das wäre mehr. Ha. Huh. Okay. So, Ordnung muss sein. Und wenn es bei Opa Zeron ist. Oh, guckt euch den Nebel an. Alter Schwede. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Was für Nebel. Schnell ab in den Keller. Ob da auch Nebel ist? Oh, was ist denn hier? Alter Schwede. Diese Fock-Nebel des Grauens. Kennt ihr den Film? Ja, ne? Okay, wir gehen weiter runter. Ach, wir wollten noch Steine machen. Ha, ha, ho, ho. Da müssen wir wieder hoch. Ganz vergessen. Oh, das kann aber nicht lange so bleiben, Freunde. Das ist aber arg nebelig. Arg. So, wir wollten diesen Naturstein machen, natürlich. Gibt es da noch andere? Nö. Kies gibt es noch so hier. Müssen wir auch nochmal ausprobieren, wie der aussieht. Wie viel brauchen wir denn noch? So viel nicht, ne? Hier so 50. Lili. Ja, man macht immer viel zu wenig. Man musste immer mit Hunderten, in Hunderter Stacks denken, glaube ich, bei Rising World. Obwohl wir ja nur so ein kleines Gebäuschen haben, mit jetzt bald einen tollen Keller. Das wird echt cool, wenn wir hier so einen riesen Keller drin haben. Das ist dann noch angemessen für so eine Strandvilla. Und wir haben ja auch keine Wasserprobleme, also dass wir hier, dass hier Wasser eindringt oder so. Weil diese Strandvilla liegt ja um einiges höher als das Meer, als der Meeresspiegel, sagt man ja, ne? So, okay. Hier geht's dann runter. Jetzt geht's in der natürlichen Höhle weiter. Wie weit wollen wir überhaupt runter? Ein bisschen noch, ne? Da haben wir wieder 1, 2, 3. Dann kämen da ja wieder... Ein bisschen müssen wir auch noch runtergehen, Freunde. Du kannst nicht bleiben. Ich mach mal Licht, damit ihr auch das bei YouTube richtig seht. Und nicht euch beschwert hinterher. Wir haben gar nichts gesehen. Die ganze Zeit haben wir gar nichts gesehen. So, jetzt müssen wir hier noch runter. Zack, okay. Sollte erstmal wieder... Na, ein bisschen können wir noch weitergehen. Ich gehe mal wieder hier hoch. So. Hier noch mal ein bisschen runter. Es ist sehr schwer, das einzuschätzen, wie sich der Stein dann verhält. Hier, das muss noch weg. Seht ihr? Ist ziemlich schwer einzuschätzen, finde ich. Aber wenn man erstmal so einen Anfang hat, dann geht's. So. Hier noch mal runter. Genau. Dürfte ungefähr die Schräge der Treppe sein. Jetzt kommen ja wieder die normalen Steine. Diese hier. Da haben wir noch 6 Stück. Da können wir noch einmal machen. Das ist perfekto. Haben wir perfekt eingeteilt uns. Da kommt noch eine Treppenstufe hin. Dann kommt hier ja wieder normaler Stein hin. Oh, hört mal. Das heilt schon. Wir sind also schon auf der richtigen Höhe. Ein bisschen gehen wir noch runter. Ich würde sagen, noch ein Segment gehen wir noch runter. Und dann machen wir unser dunkles Verlies. Hauptsache, wir kommen da nicht vorne irgendwo raus. Da muss ich mal kurz schieben und mal einen kurzen Blick durch die Mauer werfen hier. Oh, wir sind schon unterhalb des Meeresspiegels. Seht ihr das? Hui, da unten sind Höhlen.
Hui. Ja, ich würde sagen, hier könnte der Raum dann bald hin. Jetzt müssen wir aber vorsichtig nicht sterben. F2. Oh, seht ihr? Das war schon ganz schön tief. Hm, okay. Die Tatsachen haben wir jetzt ja da. Also wir wissen jetzt, wie tief wir sind und wie weit wir noch nach vorne können. Ich würde sagen, das können wir ruhig so lassen. Oh, wir müssen noch Stufen nachholen. Wir gehen jetzt noch einen runter, ne? Ja, damit das hier so ein bisschen... Ja, das ist schon cool, aber wir müssen noch einen runter. Genau. In den Folterkeller, der weit unterhalb liegen muss, damit man die Schreie oben nicht so hört. Na, wenn man hier oben auf dem Hof steht, nicht, dass man dann schreit... Oh, schönes Wetter. Na, Gott sei Dank. Es wurde ja geschrieben von JIW, dass jetzt öfter schönes Wetter sein soll. Ey. Aber was wollte ich jetzt machen? Ach so, Stufen. Hm. Haben wir noch welche? Da haben wir noch 64 Treppenstufen. Sehr gut. Können wir mal unsere ganzen Stacks, die wir schon mal so produziert haben, aufbrauchen. Das ist doch gut. Gut, es geht also hier runter. Ne, und zack. Und dann geht es hier noch eine ganze Weile runter. Oh, ab in den düsteren Keller. Da müssen wir auch gleich noch mal ein paar Fackeln aufhängen. Ne? Klar. Das machen wir dann, wenn es hinterher fertig ist. Bis dahin mit... Ah, guck mal, das sieht cool aus. Nehmen wir mal die normale Beleuchtung. Okay, jetzt haben wir hier noch... Ah, geil, hätte ich gleich noch welche von machen können. Ich Ochsenbrösel. Jetzt haben wir nur noch 5. Da müssen wir noch was weghauen, leider. So. Nein, Fackel brauche ich nicht. So, wie viel brauchen wir denn noch? Ja. Und dadurch habt ihr natürlich jetzt auch das ganze Gerenne und sowas. Kriegt dann natürlich auch alles mit. Klar, Logo. Das ist nun mal so. Mein ganzes sinnloses Gerenne. Wir müssen also noch ein bisschen runter, um dann in den Raum überzugehen. Wir können dann aber auch so eine Kurve zurück machen. Wisst ihr, wie ich meine? Wieder unters Haus. Dass wir wieder unters Haus kommen. Das machen wir auch, genau. Wir lassen es jetzt hier so auslaufen. Oder wollen wir noch... Eigentlich reicht das fast hin. Von der Tiefe. Mir reicht das ein... Naja, nee, noch ein bisschen können wir noch runter. Ein bisschen können wir noch runter. Wisst ihr nicht, dass wir dann, wenn wir da so eine große Kaverne machen, unten, unsere Folterkeller-Kaverne, dass wir dann in die... unter den alten Konstruktionen landen? Das will ich natürlich auch nicht. Ja, ja, ich werde schon sehen, was ihr davon habt. Ach so, komme ich hier noch hoch? Ja. Wir brauchen noch Grünstein. Grünstein. Licht aus. Da machen wir eine riesen Kaverne da unten hin. Ist jetzt wieder Nacht? Ja. Ist alles ein bisschen durcheinander, ne? Alles durcheinander beim Opa. So, Freunde. Dann gehen wir mal schlafen. Wir wollten ja mal, genau. Passt mal auf, wir machen das so. Wir machen erstmal uns den Grün... Haben wir da noch welchen von vielleicht sogar? Ich, ich. Hier haben wir noch 4. Und das ist Marmor. Das sind Zylinder. Zylinder wollen wir nicht. Wir brauchen noch grünlichen Stein. Haben wir den unter Favoriten? Ja, haben wir. Max. Zack. Egal. Jetzt gehen wir nämlich in der schönen Sauna pofen. In dem Vorraum zur Sauna. Vorraum zur Hölle. Hm. Wenn ihr wisst, wie man das wieder wegkriegt, dann könnt ihr mir das mal schreiben. Also, gute Nacht, meine lieben tapferen Freunde. Aber es geht noch weiter, ne? Nicht ausschalten. Mm-mm. Ausschalten dürft ihr nicht. Oh, was für ein Sonnenaufgang. Da freut man sich doch, wenn man am Meer wohnt. Aber wir können das Ganze nicht lange genießen. Wir müssen sofort wieder runter in den Keller. Das mit dem Gras, das nervt mich. Ich muss hier, glaube ich, alles nochmal aufmachen. Alles. Das müssen wir dann auch zusammen machen, ne? Ja, jetzt habt ihr euch auf was eingelassen. Das kommt davon. Mit Opa, man kommt in Rising World. Immer. Aber ihr seid auch immer jetzt dabei. Mhm. Nein, es kommt natürlich maximal alle 2 Tage. Mehr schaffe ich nicht. Wenn ich das hinkriege mit diesem neuen, mit dieser neuen Idee, dann ist das schon gut. So, okay, passt auf. Jetzt müssen wir nämlich vorsichtig sein. Etwas behutsamer vorgehen. 1, 2. 1. Okay. Wir haben ja ganz viel davon gemacht. Wir haben ganz... Das ist eine ganz andere Treppe, oder? Ach so, die hatte ich noch so dabei. Okay, alles klar. Alles klar. Ich verstehe.
So. Jetzt noch einen. Einen noch runter. Ja, ja, müssen wir schon noch wegkacken hier. So, zack. Der Folterkeller. Er wird wunderschön. Hier müssen wir noch ein bisschen runter. Gehen. Okay. So. Jo. Das sind dann drei, ne? Genau, das sind dann drei. Ich habe immer so drei Abstände gemacht. Da kommt dann wieder eine Stufe hin. So, und jetzt kommt nämlich der Abschluss mit dem hier. Und ich bin ja fast wieder am Verdursten, ne? Aber es sagt einem wieder keiner Bescheid. Das war so klar. Irgendwann kippe ich mal tot um, verdurste. Und oh ja, naja, haben wir nicht Bescheid gesagt. Naja, aber was will man machen? Pass auf, hier machen wir das nämlich gleich dann so. Dass wir hier so ein Ding hin machen, so ein Tor. Er wird schon sehen, wie das wird. So. Und dann noch Stufen dran. Und dann müssen wir aber erstmal was trinken. Haben wir noch dabei, ne? Haben wir letztes Mal, wo es geregnet hat, aufgefüllt. Mit schönem, leckerem Regenwasser. Wo ist denn mein Wasserschlauch da? Eieiei, Pause. Das Schönste an den Pausen sind, an der Arbeit sind die Pausen. Das wisst ihr ja wohl. Und essen müssen wir auch was. Erdbeeren. Haben noch eine. Vorweg. Und dann aber noch ein paar Kartoffeln hinterher geschoben. Schöne rohe Kartoffeln. Das gibt Stärke. So, okay. Hier ist dann Ende. Und hier müssen wir jetzt nämlich dann den Gang weitermachen. Da machen wir unten, machen wir nämlich wieder den hier rein. So. Moment, richtige Höhe. Nein. So. Alles klar. Jetzt müssen wir uns hier so ein bisschen vorhacken. Ja. Erstmal nicht so hoch, ne? Ich habe jetzt was vor. Wir haben ja etwas vor. Hier machen wir dann, hier lassen wir das so, genau. Noch ein bisschen weiter, glaube ich. Moment, wir müssen, glaube ich, noch welchen von diesen... Arg. So. So. So und so und so. Und hier soll ja dann so ein Gang abgehen, wisst ihr? Nach hier. Na, er soll nach hier abgehen. Dann machen wir nämlich, passt mal auf, ich habe eine gute Idee. Das soll ein schöner, enger, gruseliger, kleiner Frekelgang werden. Hm, das muss noch weg. Genau. Hier machen wir auch noch eine Eisentür dann rein. Damit, wie schon gesagt, ihr wisst ja, die Schreie. Dass man die Schreie nicht so hört, ne? Von den Leuten, die da wohnen. So, so, so. Eine Tür ist doch immer zwei breit, ne? Ich glaube, eine Tür ist immer zwei breit bei diesem Spiel. Haben wir noch genug von den Steinen? Ja, oh, guck mal, es regnet. Ja, hier, eins, zwei. Alles klar. Muss ich nur noch mal nachschauen. Haha. Ui, runter. Ah, warte, wir können doch gleich noch welche von den Steinen... Ah, da haben wir auch noch Platten. Das ist sehr gut. Oh, oh, Gewitter. Gewitter. So, nehmen wir nämlich erstmal die hier. Moment. Eins, zwei. Und dann hier kommen nämlich dann die Dinger rein. Und dann können wir nämlich hier... Genau. Und hier können wir noch ein bisschen Stein einfügen, normalen dann. Aber hier geht es nämlich dann der Gang lang. Der Gang lang. Wir sind schön tief schon, das ist gut. So. Und das wisst ihr, was das Allerbeste an der ganzen Geschichte ist? Wir kriegen noch richtig ordentlich Stein dazu bei der ganzen Geschichte. Mhm. Wir bauen sozusagen Stein ab. Hier können wir doch jetzt auch so ein bisschen schräg gehen, oder? Was haltet ihr davon? Ja, schräg. Nimm nicht tiefer. Nicht tiefer. Wenn ich jetzt hier die Platten nehme...
hier so ansetze. Ganz nach oben. Ja, so zum Beispiel, ne? Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Da brauchen wir jetzt noch viel mehr hiervon. Weil wir müssen jetzt so, und dann gehen wir nämlich dann hier so schräg rüber. Sehr gute Idee. Wieder hoch. Achso, wir könnten einmal Fackeln aufhängen und dann können wir das alles mit Fackeln beleuchten. Moment, hier machen wir nochmal den. Weil hier sozusagen dann so ein neuer Bereich kommt. So, ne? Dann füllen wir da oben nochmal Stein auf. Ja, so ist das cool. Hier auch nochmal, ne? So ein bisschen. Nein, das war zu viel. Das war zu viel. Das war zu viel. Moment. Hinfort mit dir. Okay. Ja, jetzt haben wir da... Ja. So. Und dann gehen wir hier. Das müssen wir nochmal auffüllen. Hier. Hier die Ecke. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Aber dann können wir da vielleicht auch wieder eine Fackel hinsetzen. Das ist ganz gut. So, ne? Das ist so halb gemauert und halb natürlich dann. Wisst ihr, wie ich meine? Ach, das war ganz schlecht. Und ich sehe gerade, die Folge ist gleich wieder oben. Ist ja unglaublich. Wir haben gar nicht so viel gemacht, ne? Und dann werde ich nämlich hier... Passt mal auf, dann... Ja... Ja, doch, können wir, glaube ich, machen. Wir machen mal hier den. So. Dann nehmen wir hier nochmal ein bisschen was weg. Das ist echt das Beste an der ganzen Geschichte ist, dass wir richtig Stein dazu kriegen dann, wenn wir hier die ganze Zeit abbauen und unseren Folterkeller machen. Ich hoffe, ihr habt so viel Geduld. Aber das Geduld muss man haben bei Rising World. Das wisst ihr ja, ne? Das habt ihr vorher gewusst. So, dann können wir nämlich hier noch schöne Fackelhalterung hinmachen. Haben wir noch Halter dabei? Ja, ne? An alle Fackelhalter. So. Zack. Eine Fackel rein. Dann schalte ich mir gleich mal das Licht aus. Ah, guck mal. Hier geht's runter. Ja, hier müssen wir uns mal was einfallen lassen. Aber sonst, ansonsten, wenn man dann erstmal hier unten ist, schön düster, ne? Schön düster das Ganze. Und hier gehen wir nämlich dann so um die Ecke rum. Das heißt, wir machen hier noch so eine Art Mauer hin. Ich mache nochmal Licht an. Das hauen wir nochmal weg hier unten. Den Krust. Zack. Ja, kann ruhig ein bisschen was von überbleiben. Das macht nichts. Hier machen wir so eine Art Mauer hin. Mhm. Wir dürfen nur nicht zu wild werden hier mit unseren Gestaltungen. Ungefähr so, ne? der muss weg. Ah, falsches Werkzeug. Ah, naja, gut. Oh, guck mal. Das sieht auch witzig aus. Ja, ich lasse mich da jetzt gerade so ein bisschen überraschen von Rising World, was es mir gibt. Und was es mir gibt. So, kann da oben noch? Ja. Hier kann dann auch eine Fackel hin. Theoretisch und auch praktisch. Fackelhalter, verdammt. So, eine Fackel hinter die Ecke. Geht da? Ja, hier so, ne? Auf diese, die Höhe. Die sieht man dann gar nicht, aber es ist hier unten ein bisschen heller. So. Licht mal aus. Ja, das ist schon gut. Kommt man hier um die Ecke. Hier ist dann die Tür. Hier kommt ja eine Tür noch rein. Dann könnten wir hier theoretisch auch noch eine Fackel hinmachen. Dann, Moment mal. Überall diese halb gemauerten Natursteindinger hin. Ja, können wir doch hier sagen zum Beispiel. So, können wir hier noch eine Fackel hinhängen. Da unten passt nichts mehr hin, alles klar. Ja, Fackel, Alter. Ich muss mal das Essen beiseite packen. Man hat halt nur 5 Inventarplätze bei Rising World in der Handleiste. Hier so? Ja, ne?
und eine Fackel rein. Da kann man nicht groß rumkrusten. So, mal Licht aus. Licht, ach, das war Licht. Ah, so ist schon, okay. Und hier setzen wir überall Bögen da noch drauf, damit das ein bisschen schicker ist hier runter. Dann geht man hier so runter, in die Naturhöhle rein. Und dann geht es dann da um die Ecke. Aber nicht mehr heute, meine lieben tapferen Freunde, denn für heute sind wir durch. Und ich sage, nach einer sehr eigenartigen Aufnahme, liebe Leute, bis zum nächsten Mal in der Rising World. Wir gucken nochmal, ob Tag, Nacht oder Mittag oder Abend ist. Nö, ist Tag, nur leicht bewölkt. Und es fängt schon wieder an zu regnen, naja. Also, von dieser Stelle sage ich, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron hier aus der Rising World.